Mal ganz kurz, es gibt ja auch schon unter anonyme Spender. Ich finde das ja sehr schön. Aber jetzt sagte mir einer unserer Mitstreiter, Mensch, sag mal, ob die Leute das gar nicht wissen. Einer hat nämlich einen Eintrag in Ehrentafel gebucht und das war noch nicht mal der uns 1500 Euro gespendet hatte. Und vielleicht sehen das die Leute nicht, aber gehen wir mal ganz kurz darauf ein, wie das funktioniert. Wie macht man das also, einen Schulplatz und gleichzeitig die solide Schule in Celle unterstützen? Wie geht das? Nun, gehen wir auf die Seite. Sie brauchen sich nicht anzumelden, gar nichts. Und Sie scrollen nach unten. Dann beim nach unten scrollen erscheint hier oben was. Jetzt sind wir schon bei 2.325 Euro. Sehr schön. Aber es sind bloß noch 49 Tage, um die wenigstens 37.700 zu erreichen, obwohl wir eigentlich noch mehr brauchen. Das ist der Durchschnittsbetrag. Und jetzt. Nicht, wenn Sie nur einen kleinen Betrag eingeben wollen und nichts haben wollen dafür, obwohl man das dann auch noch machen könnte, dann geben Sie den hier ein, also 100 Euro oder solche Dinge, ne? Aber wenn es jetzt gleich um diesen Eintrag geht, dann machen Sie es anders, dann gehen Sie hier drauf, klicken da drauf, lesen sich das durch, was hier steht und sagen dann, aha, das ist fürs erste Jahr, ansonsten ist es ja gar nicht so teuer, aber ich möchte die solide Schule unterstützen und sagen, auswählen. Durch das Auswählen kommen Sie hier auf diese Seite, also man kommt auf die nächste Seite. Das heißt also, die 6.012 Euro Schulplatz eines Kindes für das kommende Schulhalbjahr und dann kann man das mehr anzeigen und nochmal durchlesen und so weiter. Und jetzt gibt es noch eine Sache und zwar, wenn man dann sagt, also 900 Euro soll Start Next, also die Plattform bekommen, das finde ich ein bisschen doll, dann geht man hier zum Betrag ändern. Das muss man alles anklicken. So, und jetzt durch das Rad kann man dann Folgendes machen. Da kann man also hier irgendwelche Beträge eingeben. Jetzt nehmen wir an, wir gönnen den, ich sag mal, 52 oder 64 Euro. Bloß mal angenommen. Dann passiert Folgendes. Dann werden diese 64 Euro hier übernommen und man spendet und hat gleichzeitig dieses Dankeschön, nennt sich das, aber in diesem Fall haben sie es ja ausgewählt, den Schulplatz mit dazu. Jetzt geht's weiter zur Zahlung. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte das mit E-Mail, E-Mail müssen Sie natürlich angeben, auch nochmal validieren. Das ist also nichts Besonderes. Du kannst als Gast unterstützen oder dich direkt anmelden. Also anmelden kann man sich auch. Aber ich hatte das schon bei dem Kaffee-Projekt, da habe ich mich anonym angemeldet. Das möchte ich jetzt hier in diesem Fall mal auch. Und ich probiere das und sage, okay, ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen und ich möchte für die Crowd anonym bleiben. Es geht ja keinem was an, ob ich mein Kind hier habe. So, dann sage ich Rechnung erhalten. Wenn ich eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse habe, dann muss ich mich natürlich mit diesem ganzen Kram einmelden und dann sage ich, okay, Lastschrift. Und dann steht, der Betrag wird von deinem Konto eingezogen für Unterstützung bis 10.000 Euro. Also wenn Sie hier jetzt sagen, ich möchte zwei Schulplätze, dann wäre das natürlich nicht möglich. Da müssen Sie dann eine Kreditkarte nehmen oder was auch immer. So, und dann sagen Sie, okay, jetzt unterstützen. Dann steht hier, was noch fehlt. Na, hier in diesem Fall, aha, na klar, wenn ich eine Rechnung erhalten möchte, möchte ich natürlich auch das. Aber das sieht keiner, denn ich bleibe ja für die Crowd anonym und dann drücke ich auf Unterstützen. Und dann haben Sie den Schulplatz und kriegen von uns die entsprechende Bestätigung. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. So, ich hoffe, dass ich das ausreichend erklärt habe und verbleibe mit besten Grüßen und dem Wunsch, dass Sie uns alle helfen. Vielen Dank. Es hat ja schon funktioniert. Also, vielen Dank nochmal. Alles Gute für Sie und ich hoffe, man sieht sich dann sogar. Also, bis dann. Tschüss.